Dieses Wochenende sind alle Augen auf uns gerichtet. Du musst dich ganz besonders anstrengen. Also los, Jungs, setzen wir diese Änderungen um. Gut, mach so weiter.
Temperaturen sehen sehr gut aus. Dieses Wochenende sind alle Augen auf uns gerichtet. Du musst dich ganz besonders anstrengen.
11. Platz. Platz 11 im Training. Schöne Leistung. Die Strecke ist im Moment feucht. Mach dich mit den Bedingungen vertraut, bevor du anfängst zu pushen. Auf die weiße Linie, riskier keine Strafe. Oh.
Telemetriedaten weisen auf optimale Reifentemperaturen hin. In den Sektoren 1 und 3 liegen. Bei den momentan herrschenden Verhältnissen würde ich an deiner Stelle Regenreifen aufziehen. Lass es erstmal ruhig angehen. Die Strecke ist feucht. Beim Rausfahren an die weiße Linie, sonst kriegst du eine Strafe.
wird in allen Sektoren noch schneller fahren. Klagen über die Streckenverhältnisse. Bleib voll konzentriert. In allen Sektoren zurück, besonders in den Sektoren 1 und 3. So, du hast Q2 erreicht.
Bei diesen Bedingungen würde ich die Regenreifen empfehlen. Die Strecke ist im Moment feucht. Mach dich mit den Bedingungen vertraut, bevor du anfängst zu pushen. Dass du bei der Boxenausfahrt nicht die weiße Linie überfährst, sonst gibt es eine Strafe. Oh.
die Box kommen. Temperaturen sind optimal. Bei diesen Bedingungen funktionieren die Reifen perfekt. Sei auf der Strecke besonders vorsichtig. Es gibt trockene und feuchte Teile. Minuten.
Sektoren 2 und 3. Noch 2 Minuten. Du brauchst jetzt eine schnelle Runde, sonst bist du raus. Nur noch eine Minute. Nicht ganz das, was wir uns ausgerechnet hatten. Startplatz 11.
Wir sind soweit. Das ist das Heimrennen für unser Team. Alle wollen ein gutes Ergebnis sehen. Aktiviert. Du kannst es in der DRS-Zone verwenden, wenn du weniger als eine Sekunde hinter deinem Vordermann bist. Thank you.
Hintermann versucht, Benzin zu sparen.
Der Fahrer hinter dir fährt mit Standarddrehzahl. Hintermann mit Standarddrehzahl. Reifen beim nächsten Stopp.
Einfahrt an die weiße Linie, sonst kriegst du eine Strafe. Du bist auf harten Reifen. Noch ein Boxenstopp. Du bist auf den langsameren Reifen unterwegs. Kannst die Lücke zu deinem Vordermann aber trotzdem halten. Wir sind sehr zufrieden. Du machst das gut. Hamilton hat gerade die härteren Reifen aufziehen lassen. Sein nächster Stint wird wohl länger. Versuch, sie zu vergrößern.
versuch, die Lücke zu schließen. Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen.
den Reifen haftet Gummiabrieb von der Strecke. Bleib auf der Ideallinie und fahr die Reifen wieder sauber. Lücke zu schließen. Nach allem, was wir wissen, ist bei Alonso in den nächsten Runden ein Boxenstopp fällig.
der letzten Runde hat er dir eine halbe Sekunde abgenommen.
Du fährst im Moment etwas bessere Zeiten als Perez. Er fällt langsam zurück. Benzingemisch für ein paar Runden erhöhen. Jetzt ein paar langsameren Autos. Versuch schnell vorbeizukommen. Die Box
gesamten Crew erwartet dich am Ende dieser Runde. Boxenstopp diese Runde. Sei vorsichtig, wenn du auf die Strecke fährst. Es sind keine Stops mehr geplant. Pass auf deine Reifen auf. Langsamere Fahrer. Vorsicht beim Überholen. Sie sollten dich vorbeilassen. Du liegst 4 Sekunden vor deinem Hintermann. 4 Sekunden.
Sekunden. Die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 7 Sekunden. Laut unseren Daten fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Du liegst etwas besser, als wir erwartet haben. Push weiter! Ist knapp. Wir müssen es jetzt erstmal ruhig angehen, damit wir uns eine Reserve schaffen und das Rennende sicher erreichen können.
das magere Benzingemisch. Mageres Benzin, Gemisch 1. Verfügbar sein. Wähl das magere Benzingemisch. Mageres Benzin, Gemisch 1. Oh.
das Auto hinter dir vorbeilassen. Das ist eine Überrundung. Thank you.
Gratuliere! Platz 5! Du bist immer noch Sechster in der Fahrerwertung.